Röhre kommen. Okay, was hat es hier mit diesen Dingern auf sich? Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One level per day. 50 Coins of Grey. Ah ja, nicht 50 Shades, sondern 50 Coins of Grey. Klassisch, kurz und knackig von Anne. Moment. Gotta catch them all? Da kriege ich eine Allergie. Ah, Pokémon. Egal. Abschlussrate 2,94%. Einer hat es bisher geschafft und das war der Flex D. Mit 1 Minute und 58 Sekunden. Dann, Anne. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Komm, machen wir einfach. Let's do this. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier bei der Anne ein Timer brauche. So. Moment, was? Hier ist eine Tür. Oh, das ist ja praktisch. Sie packt ernsthaft noch einen Trollblock rein. Anne! Oh, verdammt, falsche Tür. Ach, Anne, sowas ist nicht schön. Ja. Das ist auch ein Block, ne? Ja. Aber ich zeige euch gleich, wie man das Ganze entsprechend extrem schießen kann. Verdammt. Und jetzt muss ich hier an die Röhre kommen. Was hat es hier mit diesen Dingern auf sich? Was? Hätte ich gar nicht gebraucht, verdammt. Okay. Schon mal keine schlechte Idee, aber let's cheese it. Jetzt kommt der Cheeser wieder. Was? Da hat sich echt eine Wand hingebaut. Aber auch die kann ich cheesen. Komm. Ah, das ist hier die Etappe, ne? Ja. Okay. So. Ah, schade, den kann ich nicht hochnehmen. Aber ich kann. So. So machen und kann hier. Achso, ich brauche auch noch die Münzen, ne? Stimmt, da war ja was. Hier habe ich alle? Ja, ich habe alle. Gut. Schade, die letzte Etappe kann ich nicht überspringen. Ach, Mann, oh Mann. Moment, das kann man ja auch einfacher haben. Machen wir es einfach so. Warum machst du das? Ganz einfach. So war das Level zwar nicht gedacht, denke ich mal, aber so kann man es halt umgehen und
Ich würde gerne den Rekord nochmal anders brechen. Jetzt, wo ich das genau weiß. Ich knutsch einfach den Koopa. Oh. Wir gehen hoch. Und versagen. Ich krieg den Rekord, ich krieg ihn. Ich muss nur richtig springen. So. Hier ist noch eine Münze. Den letzten Schlüssel brauche ich nicht. So, komm her. Bam, bam, bam. Und ich denke mal, das war eine gute Zeit. Oh yeah. Mario Time. Du siehst, wie schnell man ein Level abschließen kann. Und ich würde sagen, es ist kein schlechtes Level, aber für ein Herz reicht es nicht. Doch ich möchte jetzt mal wissen, wie lange hast du gebraucht, um dein Level selber zu schaffen? 2 Minuten und 5 Sekunden und ich habe das Ganze mit 42 Sekunden abgeschlossen. Liebe Anne, was soll ich dazu sagen? Da ist definitiv verbesserungsmöglich oder Potenzial da. Man sieht es hier halt auch jetzt gerade in der Levelübersicht. Man kann über alles rüber und hinweg sehen. Ist natürlich ärgerlich, dass es dann so gelaufen ist, aber ich denke mal, man hätte sogar noch den einen oder anderen Weg finden können, um das Ganze hier abzukürzen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei dir für die Einsendung, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.